Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns die merkwürdigsten Experimente auf ganz YouTube an, Freunde. Ja, es wird auf jeden Fall heute echt mega, mega verrückt. Ich würde sagen, lasst doch mal gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt, Freunde, von einfach Experimenten, die vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch sind, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein ins Video. Im Pre-Intro kann man schon sehen, eine Among Us-Figur soll anscheinend zerdrückt werden, Freunde. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussehen soll. Das kann auf jeden Fall echt richtig, richtig heftig werden. Wir haben jetzt hier noch einmal ganz kurz so, auch einfach so Schuhe, die in den Schredder reinkommen, Freunde. Also, adios auf jeden Fall schon mal an die Schredder hier nochmal von einer anderen Sicht, Freunde. Einfach die Schuhe geschreddert. Einfach kurz von der Tochter oder so ins Regal gegriffen, die Schuhe genommen, den Schredder angestöpselt und bob rein damit. Und dann sind das hier quasi die Überreste geblieben, von denen man nicht wirklich viel noch hat. Kommen wir sogar noch einmal ganz kurz Zahnbürste in einen Schredder rein. Hä? Oh, nicht nur eine. Okay. Sorry. Sorry, Mister. Ich putze mir jeden Tag 20 Mal die Zähne, Alter. Und ui. Okay. Das ist schon, Alter, das ist schon ordentlich gewesen. Das ist schon übertrieben ordentlich gewesen. Und Alter, wie das da hochschießt. Wie das da auch noch hochschießt. Ich glaub's da nicht. Okay. Und jetzt? Ah ja, ist das übergeblieben. Uiuiui, Alter. Die schöne Zahnpasta. Ey, die schöne Zahnpasta, Alter. Ohne Spaß. Okay, also. Ja, und das ist auch noch übergeblieben. Ey, viel Spaß beim Saubermachen. Ist ja widerlich, Leute. Ist ja absolut widerlich. Ja, und das auch nochmal hier. Die Reste dann von dem Schredder einfach allgemein, was noch so am Schredder klebt. Wie kriegt man sowas sauber? Braucht man da irgendwie so einen Hochdruckreiniger oder so? Und jetzt haben wir, lol, warte, ist das eine richtige Melone? Das sieht mir, ah ne, okay, das ist eher so ein Melonenball. Und der wird doch locker wahrscheinlich mal platzen, oder nicht? Ah! Oh, okay, doch, er ist doch noch geplatzt. Ich dachte, warum platzt denn der einfach nicht? Zack, bub, geplatzt, Freunde. Einfach auf ihn geplatzt. Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt, ja, hat man auf jeden Fall auch nicht mehr viel über. Also da war anscheinend nur Luft drin, nicht mal irgendwie so eine Folie oder so außenrum, wie man es aber so bei den Fußbällen kennt. Hier, komm, ich glaube, der Typ mag kein Angry Birds. Jetzt wird hier einfach mal Knete geschmolzen. Okay, der schmilzt jetzt einfach Knete und macht das jetzt auch noch zu mit so einem Waffeleisen. Oh, die schöne Angry Birds Figur. Alter, jetzt hat er sogar anscheinend so eine eigene, hat der Lego-Figuren gemacht. Guck mal, sowas kenne ich sogar schon. Und er hat sogar so eine Lego-Figur gemacht. Aus irgendwie Aluminium. Und jetzt kommt da einfach so eine Kugel rauf. Okay. Und jetzt auch nochmal hier, zack. Da wird die ganze Lego-Figur, die er quasi gerade erst eingeschmolzen hat, einfach komplett weggemacht. Ja, Freunde, ich weiß auch nicht warum, aber der hat einfach diese schöne Lego-Figur einfach komplett zerstört. Ich glaub's da nicht, Freunde. Ich glaub's da echt nicht. Ich soll jetzt hier nochmal ein bisschen durchwirbeln oder so. Und nun, oh, kommt jetzt mit einem Nagelbrett an. Ich bin mal gespannt, Freunde, was jetzt hier für ein Nagelbrett-Experiment passieren soll. Wird er jetzt eine Melone zerquetschen? Keine Ahnung, auch eine Among Us-Figur zerquetschen? Wird er vielleicht auch irgendwie, ach, das ist sogar noch mit der Hydraulikpresse sogar noch verbunden. Nein! Es wird Stretch Armstrong! Freunde, der macht einfach Stretch Armstrong jetzt auf das Nagelbrett drauf. Oh nein, der Arme. Aber der ist aber schon ein bisschen ausgeleitet oder so, ne? Also der sah ja schon vorher ein bisschen komisch aus. Und jetzt, oh mein Gott, kommt der jetzt hier einfach aufs Nagelbrett. Ui, 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 ui. Und, stretchy, man. Oh, stretchy. Das muss wehgetan haben. Und, lol. Oha. Ach so, das kenne ich, glaube ich, sogar schon. Guck mal, stretchy ist am... Stretchy ist gefüllt mit Dingens, mit Ketchup oder so. Haben wir jetzt aber ja auch schon die Among Us-Figur am Start, die er quasi selber gebastelt hat. Und jetzt wird die quasi in einem Schredder, in einer Hydraulikpresse komplett zerquetscht. Und dann kommt's... Ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass es diese neue Among Us-Animation gibt. Die kenne ich noch gar nicht. Good job. Grün war ein Imposter. Und das ist jetzt quasi nochmal die andere Sicht. Also ich muss sagen, sieht schon irgendwie cool aus, ne? Weil er hat so ein bisschen grau, ein bisschen grün, aber auch noch ein bisschen braun. War irgendwie das innere braun oder so? Weil ich habe sonst gar nichts Braunes da gesehen. Aber, ja, das war dann auch schon die Among Us-Figur, Freunde. Die absolut kaputt gemacht wurde, kann man auf jeden Fall so sagen. Hier wird jetzt sogar noch so eine Flappy Bird-Figur. Einfach... Warum denn eine Flappy Bird Figur? Eine Angry Birds Figur, sorry Leute. So, jetzt hier, komm. Wird das Ding zerdrücken? Das ist Sand oder so, ne?
Lol. Die schöne Figur. Ich glaube, es war doch eher Knete, nicht Sand. Das war eher Knete. Aber es sah so ein bisschen aus wie so kinetischer Sand, ne? So ein kleines bisschen, weil das halt so gerissen ist. Aber, ja. Da ist auch mal eben die Angry Birds Figur, der Hauptcharakter, absolut gepresst worden. Wie eine Presswurst, Freunde. Und das ist quasi übergeblieben, also nicht wirklich viel. Mal schauen, wie das Ganze jetzt aussehen wird beim Experiment mit so wieder heißen Sachen. Also, hier kommt auf den Schein, oh, Orbis, rein damit ins Loch und jetzt wird er das wahrscheinlich füllen mit diesem Lava-Ding. Dann kommen wir hier nochmal rein, zack, genau. Und jetzt wird das Ganze noch gefüllt, Freunde. Ich bin gespannt, wie die Orbis knistern werden in 2021. Schauen wir jetzt mal hier, so. Hat er schon mal perfekt geschmolzen. Und jetzt wird das, zack, rein damit, dann ab in die Orbis, so, und komm, und ich höre es doch schon richtig, Freunde. Ich höre schon richtig knistern, auch wenn ich es gerade nicht höre, aber ich kann es irgendwie hören, ja. Es ist so ein Bild, was man auch hören kann. So, und dann bin ich auch gleich mal gespannt, wie das, also was da quasi übrig bleibt, weil man hat ja im Endeffekt nachher so ein cooles Muster oder so, was man nachher über hat. Und das holt er jetzt auf jeden Fall auch mal ganz kurz hier raus. Und das wird sogar ausgebuddelt. Oh, okay, okay, okay. Okay, jetzt muss er es theoretisch auch nur noch sauber machen. Okay. Und zack, das ist jetzt auf jeden Fall hier anscheinend das Muster, was dann übergeblieben ist. Ja, noch ganz schön viele Orbis da drin, aber die muss er jetzt erstmal noch irgendwie ein bisschen rausbekommen. Da geht das natürlich nochmal ein bisschen kaputt, aber Freunde, die Orbis sind sich sicher. Sie sind sehr, sehr sicher. Und, das muss er den noch irgendwie rausbekommen. Oh, hat er hier so ein. Alter, was ist das denn für ein Geräusch? Der hat so ein Lego-Gelee-Teil am Start. Mit so einem richtig, richtig scharfen Messer. Ich dachte eben erst, das war so ein Eis-Lego-Teil. Aber das hier ist dann anscheinend irgendwie so ein Teil, was voller Gelee ist. Dieses Lego-Teil. Alter Schwede. Wie das anhört, so, ne? Richtig komisch. Und jetzt hier auch nochmal ein bisschen rein. Rein damit. Ui. Uiuiui. Und hier auch nochmal. Zack. Okay. Also, ich würde es am liebsten selber auch mal machen. Aber, Freunde, wir haben jetzt auch schon wieder unsere coole Lego-Figur zurück. Und die kriegt jetzt was ganz Besonderes ab, Freunde. Weil wir haben ja eben schon mal gesehen, wie die Lego-Figur einfach von so einem heißen Ball geholt wurde. Aber wir haben noch gar nicht gesehen, wie die Lego-Figur von einem 1000 Grad heißen Laser bedings wird, bezielt. Wie nennt man das? Anvisiert. Oh! Oh! Alter! Okay. Also da kann man auf jeden Fall schon mal sehen, wie ihm der Kopf... Alter, wie ihm der Kopf zerschmilzt. Es sieht einfach aus wie so ein Vogel. Und ja, jetzt auch nicht mehr. Wie das aussieht, Alter. Das sieht ja echt unnormal aus. Okay, also die Lego-Figur wird gerade leider hops genommen. Kann man auf jeden Fall so gut sagen. Und ja... Ripperoni-Lego-Figur, Freunde. Einfach nur Ripperoni-Lego-Figur. Ich würde sagen, wenn ihr wieder mehr verrückte Experimente sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Und schickt eins zu meinem Video hier aus. Einfach draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.